Vor 8 Jahren wurde die Existenz der rechtsextremen Terrorzelle NSU bekannt. Sie wird für 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge und mehrere Raubüberfälle verantwortlich gemacht. Die 3 bekannten Mitglieder der Gruppe Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt hatten jahrelang unerkannt im sächsischen Zwickau gelebt. In der Stadt wurde heute ein Gedenkort für die Opfer des NSU eingeweiht. Dazu wurden 10 Bäume gepflanzt. Das Absägen eines ersten Gedenkbaumes vor wenigen Wochen hatte bundesweit für Empörung gesorgt. 10 Bäume sollen in diesem Zwickauer Park nun an die Opfer der Terrorzelle NSU erinnern. 1 Baum für jedes Opfer. 11 Jahre lang lebten die Mitglieder des NSU in Zwickau. Auch von hier aus planten sie ihre Morde. So was darf nicht passieren. Es ist erschreckend, wenn man die Tafeln liest. Ich muss sagen, ich habe Gänsehaut, wenn ich das hier lese, was hier passiert ist. Das Gedenken in Zwickau, es ist schwierig. Schon einmal hatte die Stadt einen Baum für eines der Opfer gepflanzt. Er wurde Anfang Oktober von Unbekannten abgesägt. Die Bürgermeisterin hofft, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Wir haben die Möglichkeit, auch die Bäume in der Nacht zu beleuchten. Das werden wir auch tun. Und wir hoffen, dass mehr Licht die Täter abschrecken wird. Aber auch zur Einweihung des neuen Gedenkorts heute gab es Tumulte. Die Polizei schritt ein, als mehrere Leute einen Kranz beschädigten und in den Müll warfen, der bereits im Vorfeld von den Zwickauer AfD-Stadträten niedergelegt worden war. Es verhöhnt den kompletten NSU-Rechtsterrorismus, es verhöhnt die Angehörigen, es verhöhnt die Gedenkveranstaltung. Morgen möchte die Bundeskanzlerin den Gedenkort besuchen.